Einen wunderschönen guten Tag. Wir müssen über Sex, über Sex, über Text und über Sales. Gott, oh Gott. Sales Ja, oder Sex? das war halt schon der optimale Einstieg. Jetzt seid ihr alle dabei. Über Text und über Sales reden. Mein Name ist Oliver Gastner und heute ist die Elvira de Blasio da. Manchmal mit DE, manchmal ohne, aber ihr findet sie auch unter Elvira Blasio. Da können wir auch mal drüber reden, was das D da soll. Debiasio, nicht De Blasio, muss ich auch noch mal dazu Was? sagen. Doch, D. Ah, Debiasio. Biasio, Gott, Genau. da habe ich auch noch ein L da reingedingst. Gerade haben wir über Sprache und über Psychologie und so geredet. Ich glaube, ich kenne jemanden, der das mit L Ja, das heißt. habe ich oftmals Debiasio. verwechselt, ja. Genau, und Elvira ist mir, bevor ich sie, doch, nein, ich erzähle euch erst, warum wir überhaupt mit Elvira reden. Weil sie ist mir aufgefallen durch einen ziemlich harten Pitch, den sie bei LinkedIn abgeliefert hat. Aber dann fragen wir sie gleich auch noch, was sie macht. Nämlich, ich helfe Unternehmen in 7 Tagen 5 bis 15 Neukunden oder Mitarbeiter über Social Media zu generieren. Ne? Also nicht, also ich finde es immer lustig in Sales, die Leute versprechen Leads oder Umsatz, da können wir vielleicht nachher mal drüber reden, ja. Also von Leads und Umsatz können weder Elvira noch ich noch ihr euch was kaufen. Spannend ist immer der Gewinn und wie viele Kunden es sind, 5 bis 15 haben. Also, Elvira, wer bist du und was machst du? Ja, hi. Also erstmal haben wir uns meinen Namen richtig geklärt. Jetzt haben wir das geklärt. Genau. Gott, oh Gott. Also ich mache Social Media. Also ich bin hauptsächlich für Social Media zuständig in verschiedenen Bereichen und habe mich jetzt im März selbstständig gemacht in der Nische. Bin davor schon für die Industrie- und Handelskammer tätig gewesen, habe da auch Social Media gemacht, betreut und habe aber auch schon relativ viel Erfahrung in der Lead-Generierung. Also Leads nenne ich dann auch immer lieber Neukunden für diejenigen, die es nicht genau wissen und nicht genau kennen, weil oftmals fragen sie sich, was sind jetzt Leads? Deswegen sage ich dann auch lieber Neukunden dazu. Genau, also Neukundengewinnung ist mein Thema. Auf verschiedensten Art und Weisen versuche ich meinen Kunden einfach, also die Leads, die sie jetzt schon haben, wenn sie warm sind, wirklich die zum Verkauf zu bringen, aber natürlich auch Neukundengewinnung. Also das ist eigentlich das Hauptthema. Wie bekomme ich Neukunden? Wie werden die auf mich aufmerksam? Ich meine, das ist ja eh so ein Zwiespalt. Ne? Viele hetzen die ganze Zeit nach Neukunden und vergessen die Kontakte, die sie schon haben, beziehungsweise Genau. auch die Kunden, die sie schon haben, weil meistens ein Kontakt, den man hat, den man jetzt nicht zu gut kennt, meistens hat sich ja irgendein geschäftliches Gespräch ergeben und manchmal war es durchaus so, dass die andere Person an dem interessiert war, was man so macht. Ich hätte jetzt noch, aber weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe schon noch einen Unterschied zwischen einem Lead und einem Neukunden. Also der Neukunde aus meiner Sicht, der hat schon gesagt, ja, ich will, so nach dem Motto, was kostet, oder eigentlich will der auch schon nicht mehr wissen, was, der weiß eigentlich schon alles, ne? Also der weiß, dass er bei mir kaufen will. Und er weiß, wie teuer es ist. Und vielleicht, das Einzige, was vielleicht noch unklar ist, ist irgendwie ein Termin oder ein Detail oder sonst irgendwas. Also das ist bei mir, also Neukunde, um es mal anders zu beschreiben, ist einer, der steht schon mit dem Buch in der Hand an der Kasse im Buchladen und will was kaufen, ne? Während ein Lead ist vielleicht einer, der kommt in den Buchladen rein. Der kommt in den Buchladen rein und guckt interessiert, ne? Oder geht vielleicht gezielt zur Science Fiction und guckt da was. Na, dann Ja. kann der Buchhändler hingehen und sagen, kann ich Ihnen helfen? Dann sagt er, ich suche das neue Buch vom, keine Ahnung, es fällt mir nur Christopher Paolini ein, aus irgendeinem Grund. Aber was auch immer, ne? Das neue Buch von William Gibson. Und dann kann er sagen, ja, das neu übersetzte oder das neueste auf Englisch. Und dann, ja, also dann kommt irgendwie diese Bedarfsermittlung und so weiter und so fort. Und dann am Schluss kauft er, ja, im Idealfall. Aber nicht jeder Lead kauft. Wer ein Ja. Neukunde aus meiner Sicht schon jemand ist, der eigentlich, ja, das ist halt ein neuer Kunde. Ne? Das ist ein Kunde, dem ich das erste Mal eine Rechnung schreibe, sage ich jetzt mal. Dann ist er Ja. eigentlich Ja, Kunde. das Und er verstehen natürlich gekriegt hat, viele was auch er will. erstmal noch nicht. Das verstehen natürlich viele auch erstmal noch nicht, was da der Unterschied ist. Ja, Ich ja. versuche einfach den Leuten so einfach wie möglich darzustellen, Ja.
weil viele sich eigentlich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigen und das eigentlich die Kernessenz ist von einem Unternehmen auch, wie baue ich meinen Vertrieb auf, Ja. was ist meine Zielgruppe, wie spreche ich die richtig an und wie komme ich dann quasi an die Leads, die vielleicht auch erstmal nur kalte Leads sind, so wie du das jetzt dargestellt hast. Also das sind für mich dann ist die Definition von diesen kalten Leads. Und dann gibt es aber auch schon Zwischenstufen, also es gibt ja sehr viele Zwischenstufen dann von warmen Lied bis super heißen Lied bis zum Neukunden dann, der dann tatsächlich auch schon abgeschlossen hat. Okay, vielleicht versuchen wir es immer ans Thema Text anzudocken. Wenn ich jetzt überlege, fangen wir mal vorne an, ne? Zielgruppe. Ja? Also ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich tun kann für die. Du schreibst Texte, ich organisiere vielleicht ein Event oder konzipiere ein Event oder schule jemand eins zu eins oder was auch immer. Wie finde ich raus, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Also im besten Fall hast du vielleicht schon Kunden gehabt, also bist schon länger auch selbstständig, weil es ist natürlich wichtig, dass du deine Zielgruppe kennenlernst, dass du da im Austausch mit denen bist und dir da auch Notizen zu machst und ganz klar festlegst, was sind deren Pain Points, also was und mit was kannst du denen helfen, also was ist da der Mehrwert, den du deinen Kunden anbieten kannst. Und das solltest du dir eben vorher ausarbeiten und das ist dann auch tatsächlich die Ansprache, die man dann auch mit den Werbetexten machen kann. Also da geht es dann genau um diese, wenn man zum Beispiel sich drei Probleme herausarbeitet, die deine Zielgruppe betreffen, dann kannst du die genau mit diesen drei Fragen gezielt ansprechen. Und das kannst du mit Kundenrecherche am besten machen, also dass du wirklich dann zu deinen Kunden gehst und die befragst, dass du dir da Notizen machst und deinen Sessions dann zum Beispiel auch herausfindest, was die eigentlich gerade bewegt. Das sage ich auch immer, Kunden zuhören, ist unbezahlbar. Ne? Gestern hatte ich ein interessantes Gespräch, ich fand es interessant, dass du sagst Pain Points. Und da hat mich meine Gesprächspartnerin zurückgefragt, dass sie gesagt hat, ja, Pain oder Nutzen? Ja, also Pain and Desire würde ich beides sagen. Also zum einen der Bedarf, aber dann auch wirklich zu sagen, okay, was ist denn dann die Lösung? Also dann auch wirklich gleichzeitig auch eine Lösung anzubieten. Das ist super wichtig, dass du dann auch sagst, okay, ich bin diejenige Person, die dir auch helfen kann bei deinen Fragen zum Beispiel auch. Ja, meine Antwort war dann, naja, der Nutzen ist, dass der Pain weggeht, aber es gibt natürlich auch eine Form von Nutzen, wo man sagen kann, ich kriege was, was ich noch nicht habe. Ne? Also was jetzt nicht wirklich ein Schmerz ist im engeren Sinne. Ja, einfachste Sales hat ja der Zahnarzt. Ne? Du kommst hin, hast Zahnweh und der hilft dir. Ne? Und da fragst du in der Regel kaum, was kostet das, sondern du willst eigentlich nur. Oder wann kann ich einen Termin haben, nämlich sofort? Und was kostet das? Vollkommen egal. Der Schmerz muss weggehen. Dann ist relativ klar. Ne? Ich hatte mal eine Stadtverwaltung, da hat ein bisschen kompliziert, aber der Oberbürgermeister wurde entsprechend angegangen und dann hat mich die Rechtsabteilung kontaktiert und hat gesagt, also rechtlich können wir das ja bewerten, aber wie ist das mit also auch Social Media, ja? Und dann war klar, die hätten gerne bald eine Reaktion. Ne? Oder es ging, glaube ich, irgendwann um Mehrwertsteuer auf E-Paper oder so. Und dann musste plötzlich das E-Paper durfte nicht mehr, irgendwas durfte nicht mehr kostenlos sein. Und da gab es auch Zoff. Ja? Und es ging gar nicht darum, ist das kurz kostenlos oder nicht, sondern wie gehe ich damit um? Da weiß ich noch, da bin ich samstags zum Bäcker oder sonntags sogar und habe dann mit denen telefoniert. Ja. Also da ist vollkommen klar, ne? Da ist irgendwie der Schmerz, Also da ist der auf jeden Schmerz Fall ein da und dann Bedarf. fragen die nicht, was kostet es jetzt, wenn du mit mir redest. Ja. Also Zielgruppe, genau, also im Idealfall kenne ich die schon oder ich muss halt rausfinden, in vielleicht vielen Gesprächen, bevor ich mich selbstständig mache, sag mal, würdest du jetzt einen Lebenscoach buchen und was würdest du für den bezahlen wollen? Ja, Und genau, dann die also auch Leute, darauf, ist ein Bedarf da überhaupt? Ist da überhaupt keinen ein und nichts, Bedarf ne? da, ja? Also man Ja. sollte schon mal jemanden kennen, es hilft schon mal jemanden zu kennen, der das kaufen würde, was man anzubieten hat, ne? Und es Also. hilft auch, jemanden zu kennen, der das schon macht und der das auch schon erfolgreich macht. Das sage ich auch immer noch dazu. Ja. Wenn die jetzt gerade am Anfang sind. Also ich berate Ja. ja
Coaches, Trainer, Therapeuten und Heilpraktiker. Und da geht es dann darum, dass die auch sagen, wenn die jetzt gerade ganz am Anfang sind, dann geht es natürlich darum, erstmal eine Ist-Analyse zu machen, wie ist der Markt auch aufgestellt, wie ist die Konkurrenz, was machen die eigentlich? Kann ich mich da eventuell sogar anschließen? Ich würde auch weggehen von diesem Konkurrenzdenken, sondern eher von, ich gehe in den Austausch mit denjenigen, die schon erfolgreich sind in meiner Sparte, und finde heraus, wie die eigentlich am Anfang gestartet sind und was die gemacht haben, um ihre Kunden zu gewinnen, im Endeffekt, ihre Ja. ersten. Ich weiß es auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, da war auch noch nicht so hundertprozentig klar, was, ne, ob Journalismus oder Werbetext oder was auch immer, oder eben Digitalberatung. Und was ich dann halt versucht habe, ist möglichst viel mit Journalisten, Werbern und Digitalberatern rumzuhängen und mit denen halt auch mal drüber zu reden, auch mal ganz banal über die Frage, was verlangst du denn? Ne? Also, Ja, und klar. Also Preissetzung oder da haben auch sehr viele noch Bedarf, was das anbelangt in meiner Beratung. Also ich berate eben auch viele dann, ja. den richtigen Preis zu finden, weil sie dann eben auch gar nicht wissen, was sie abrufen können, was Ja. da wirklich so der gängigste Preis auf dem Markt ist. Das gehört auch zur Ja. Zielgruppenanalyse dazu, zu wissen, was ist meine Dienstleistung oder mein Produkt wert auf dem Markt. Ja. Also dann haben wir die Zielgruppe. Wir haben jetzt rausgefunden, das finde ich eigentlich ganz gut, sozusagen drei Dinge, die denen wehtun oder drei Dinge, die sie gerne hätten. Ja, jetzt in deinem Fall, also wenn man jetzt deinen Slogan hier nimmt, das ist ja eigentlich ganz hübsch, ne? Ich helfe Unternehmen in 7 Tagen 5 bis 15 Neukunden oder Mitarbeiter zu gewinnen. Ne? Also du sagst, okay, du bist ein Unternehmen, ja, und du suchst entweder Mitarbeiter oder Kunden, neue Kunden, ich helfe dir, ja. Das sind schon mal in einem Satz, hast du schon mal zwei Pain Points angesprochen. Jetzt hast du vorhin gesagt, Fragen. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also du hast jetzt ja da nicht als Frage formuliert, ja? Wobei es an der Stelle ein bisschen blöd wäre, wenn du jetzt sagst, wie finde ich als Unternehmen 7 bis 15 Neukunden oder Mitarbeiter, und dann sprechen die Leute dich an und sagen, Elvira, ich erkläre es dir, und du so, nein, so ist es nicht gemeint. Ja, also insofern macht an der Stelle der Aussagesatz sicher mehr Sinn. Aber das in Fragen umzubauen, finde ich eigentlich auch elegant. Können wir da vielleicht mal anderthalb Beispiele machen? Weil Bei ich den versuche das Werbezwecken. eigentlich auch immer, ja, so. Genau, das ist quasi der Eintritt eigentlich auch, um die Leute anzuziehen, also einen Lead-Magneten zu schaffen, wo man sagt, was ist deren Bedarf oder auch deren Nachfrage im Endeffekt und wie kann ich sie mit einer Frage darauf triggern. Also darum geht es eigentlich, dass man die konkrete Frage stellt, und da erstmal es offen lässt und die Leute dazu animiert zum Weiterdenken und erstmal das Interesse weckt, weil das ist das die ein also das Wichtigste ist erstmal bei einem Text dann auch das Interesse zu wecken, damit die Leute weiterlesen. Also wir machen jetzt mal ein Beispiel. Also ich übernehme jetzt mal deinen Job, ja, und sage, kann man eigentlich über Social Media überhaupt Mitarbeiter finden? Was Genau. denkst du? Fragezeichen. Ja? Ist es möglich, Neukunden über Social Media zu gewinnen? Ja, genau, ja. Kann ich mir neue Kunden ertwittern, erxen, erdingsen, ja, erthreaden, Ja. erlinkedinen, ja? Wie viele? Also über eine Frage, ja. Mhm. Und es muss jetzt nicht 100%, also dass ich muss es nicht sagen, wie geht das oder so, Nee, sondern. genau, das wollte ich auch noch sagen. Die Frage sollte auch eigentlich gar nicht dann direkt beantwortet werden, weil es einfach dann weitergeht, um sich selber die Frage zu stellen. Und ist es gerade ein Thema, das mich gerade betrifft, also um die Leute auch anzuziehen und reinzuholen. Und dann kann man anfangen, vielleicht nochmal eine ganz kurze Beschreibung zu machen, aber ich würde es auch relativ offen lassen, dann auch, was die Lösung ist. Also ich fand es immer lustig, ganz am Anfang, als es bei Xing vor 100 Jahren mal, war es bei Xing irgendwo, ich glaube bei Xing war es, da gab es dann Umfragen. Und da haben die Leute als Umfragefrage reingestellt, haben Sie schon mal über eine Lebensversicherung nachgedacht? Ja, nein, vielleicht. Das Ja. ist halt sehr offensichtlich. Also es kommt auch Das auf die Frage drauf an, wie man war diese ein Sprache bisschen platt, oder? formuliert, ja.
Wie kriegt man das hin, dass das nicht so platt ist? Indem man die Zielgruppe genau kennt, indem man genau diese Analyse am Anfang sehr gut macht und diese Pain and Desire-Punkte wirklich sehr gut ausarbeitet und dann wirklich auf den Kern des Problems anspricht. Also wirklich sagt, also zum einen eigentlich schon die Antwort mit der Frage gibt. Die Lösung ist in der Frage quasi implementiert. Genau, also wenn ich sage, kann man das über Social Media, ja, dann ist irgendwie schon klar, ja, die Frage ist ja, ne? Genau. Bei Zeitungsheadlines heißt es immer, wenn es eine Frage ist, ist die Antwort immer nein, ja? Also können Elefanten eigentlich fliegen? Nein, können sie nicht, aber lies vorher diesen Artikel, um das zu Also erfahren, eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi, ja? Ja, ja. genau. Okay, dann habe ich eine Frage. Du sagst dann danach noch so einen Nachklapptext. Genau. Was muss der triggern? Was muss da drin sein? Der sollte schon noch mal so ein bisschen beschreiben, was man eigentlich macht, vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene, ohne dann jetzt direkt auf die Fragen vorher einzugehen und da schon die komplette Antwort zu liefern, sondern einfach noch mal sich selber ein bisschen vorstellen mit dem, was man macht. So, basierend auf 20 Jahren Erfahrung klären wir im Einzelgespräch alle deine Deine Fragen, genau. Herausforderungen, Fragen, whatever. Ja? Sowas in der Art Genau. vielleicht. Mach jetzt einen Termin. Jetzt sagst du Genau, jetzt kommt Lead-Magnet. der Call to Action natürlich, Genau, beziehungsweise ganz wichtig, vor ja. dem Call to Action, ganz wichtig, kommt noch eine Verknappung rein. Also ich würde sagen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Wir haben das jetzt nur kurze Le Zeit kostenlos im Angebot. Wir können das jetzt so und so lange noch kostenlos anbieten. Also wirklich auf das Angebot dann speziell noch eingehen. Also wirklich unter ein Angebot rausfinden, das entweder kostenlos ist oder wirklich ein unschlagbares Angebot eigentlich ist, wo man die Leute eigentlich gar nicht anders können, als zu sagen, ja, also wenn ich das jetzt nicht buche, dann wäre ich ja echt blöd. Also da wirklich so einen richtigen Magneten zu schaffen über das Angebot dann. Also was mir da halt auffällt, ich kriege das gerade, glaube ich, von Blinkist oder so andauernd. Und andere sind da auch ganz gut drin im E-Mail-Marketing. Also wenn es jetzt nicht so ein Pitch ist auf so einem Social-Media-Profil oder so, sondern in der Mail. Ich glaub, Blinkist hat jetzt zum 28. Mal die Deadline verlängert, wo ich paar 70% Rabatt kriege. Ne? Also Genau. erstmal paar 70% Rabatt, wo ich dann denke, aha. Es ist also sonst immer zu teuer, ja. Also es kostet sonst immer dreimal mehr, als es kosten müsste, weil du verlierst jetzt garantiert dein Geld damit, wenn ich das jetzt abonniere, ja. Also manche Rabatte, wo ich mich frage, was soll das? Und andererseits, wenn sie dann sagen, jetzt nochmal verlängert, ja. Und ich kriege eigentlich andauernd, ja, oder so eine Rucksackfirma, die wirklich tolle Rucksäcke machen, also in Deutschland designt, in Asien gebaut und so weiter. Aber die schicken mir einmal die Woche, soll ich einen Rucksack kaufen? Und Das ist noch was mal was glauben die? anderes. Ich habe schon drei Rucksäcke von denen. Was glauben die, wie viele Rucksäcke ich kaufe? Ja. Das ist dann halt nicht konsistent in der Kommunikation. Das ist auch Ja. zu häufig. Das ist Ja. dann auch immer wieder das gleiche Angebot, Ja. ohne eine Strategie dahinter. Also Ja. wenn man eine Strategie hat, dann überlegt man sich, dass man in dem einen Monat vielleicht das Angebot macht, dann dass man im nächsten Monat dann sich ein anderes Angebot überlegt, für eine andere Ja. Zielgruppe vielleicht oder vielleicht nochmal eine speziellere Zielgruppe und dann auch nicht die gleichen Leute nochmal direkt anspricht. Also Ja. zum einen nicht das gleiche Angebot, aber auch Ja. nicht die gleiche Zielgruppe vielleicht. Also weil sonst, Ja. ja, das funktioniert bei großen Firmen, klar, die da jetzt vielleicht auch schon einen Markenaufbau haben und da einfach rausballern. Aber also bei denen, die ich betreue, würde das nicht funktionieren, weil die Ja. einfach eine Strategie auch dahinter brauchen. Den schlimmsten Fall muss ich gerade noch erzählen. Ich habe bei Laphroaig einen Whisky bestellt, also Werbung gekriegt, Whisky bestellt. An dem Tag, wo der Whisky ankam, kriegte ich eine Mail: Wenn du jetzt diesen Whisky bestellst, kriegst du zwei Gläser umsonst.
Habe ich natürlich geantwortet, habe gesagt, jetzt bin ich aber ein bisschen zerknirscht. Ja, soll ich jetzt den Whisky zurückschicken und nochmal bestellen? Ja, soll ich ihn zurückgehen lassen und nochmal bestellen, damit ich es kriege? Rate mal, ob die geantwortet haben. Nein, du brauchst nicht zu raten. Sie haben natürlich nicht reagiert. Ja, Ganz und dann haben wichtiges sie mir noch Wort. dreimal geschrieben, ich soll doch diesen Whisky bestellen. Was glauben die, wie viel ich von einem Cask Strength Whisky trinke? Ja, also. Ich habe noch gar nicht angebrochen, weil er für unsere Whisky-Gruppe ist, ja. Aber wo du dich halt echt fragst, du musst doch sehen, dass ich derjenige bin, der den schon gekauft hat. Ja? Also das sind dann so Sachen, also Verknappung, ja, Verknappung ist eine gute Idee. Ich habe damit auch schon experimentiert. Bisher hat es noch nicht so gut funktioniert. Aber was natürlich man definitiv nicht vergessen darf am Schluss, ist halt ein Call to Action. Genau, aber ich würde die Verknappung davor schon auch auf jeden Fall einbauen, aber dann halt nicht so, dass die nicht konkret genug ist oder dass sie nicht passt. Also dass man was aufsetzt, was wo dann die Kommunikation auch, also das ist ja ein Desaster in der Kommunikation dann eigentlich auch, wo man eigentlich sagt, was wollen die mir hier anbieten zum einen und warum reagieren die nicht auf meine Fragen? Also ich habe da jetzt ganz andere Fragen gestellt. Also da dann eher so Richtung Community Management, wo ich sagen würde, das ist schon bei einem Kunden, den man schon hat, problematisch, wenn man den dann nochmal so anspricht. Ja, das macht eigentlich dann keinen Sinn, ne? Kannst du mal so Verknappungsbeispiele, was benutzt du? Also als Verknappung ist zum Beispiel, dass man das nur eine gewisse Zeit lang kostenlos anbietet, dass man jetzt ein Freebie hat für 5 Tage, also vielleicht dann auch wirklich das Datum noch mit reinpacken, dass man und das dann aber auch wirklich so wirklich dann auch durchziehen, also dass man dann wirklich sagt, jetzt ist Schluss oder wir haben jetzt noch, du kannst jetzt noch mal in unserer Gruppe teilnehmen, aber dann schließt die Gruppe demnächst. Ja, oder ganz banal halt ein Online-Impuls, ein Event, was es Genau. vielleicht nicht als Video gibt. Ja, genau, es wird nicht Oder aufgezeichnet, wir haben keine Zoom-Aufzeichnung, ja. kannst jetzt nur live dabei sein. Ja. Genau. Und dann eben Call to Action, ja. Also ich sage immer, wer klopft, nee, was ja doch, wer klopft, dem wird aufgetan, sage ich immer. Also du musst schon klopfen, wenn du nur vor der Tür stehst, dann weiß keiner, dass du rein willst. Also du Brauchst ein musst den Leuten einfach Angebot. sagen, was sie machen sollen, ja. Dann ist es auf jeden Fall einfacher. Gibt es da für den Call to Action, hast du da so ein paar Hacks oder Tricks, wo Ja, du sagst, das nicht machen oder das machen? es gibt generell bei der ganzen, wenn es jetzt ein Anzeigentext zum Beispiel ist, geht es darum, so einfach wie möglich zu formulieren und die Leute nicht zu verwirren. Also wir machen nur ein Angebot, wir haben nur eine Zielgruppe und wir haben nur einen Call to Action. Manche Leute, wo ich sehe, die haben irgendwie dann 5 Links drinnen in dem Text, den sie schreiben. Wo wollen denn die Leute hin? Also wichtig ist es wirklich, ganz eindeutig und klar zu kommunizieren und die Leute wirklich auch, also so als wären die wirklich doof, darauf hinzuweisen, was sie jetzt als nächsten Schritt zu tun haben. Ja, also auch ein Beispiel von mir. Ich hatte jetzt ein größeres Projekt, das läuft eigentlich seit über einem Jahr, ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Nämlich, ich war ja früher Xing-Ambassador und hatte alle meine Kontakte immer zuerst bei Xing angefragt und dann eher zufällig bei LinkedIn. Ja? Dann bin ich hergegangen, etwa vor einem Jahr, und habe gesagt: So, jetzt muss ich mal alle, zuerst habe ich mit denen angefangen, die Geburtstag haben, dann habe ich das systematisch gemacht, alle anzuschreiben und also zu suchen. Ich suche sie auf LinkedIn und schicke ihnen auf LinkedIn eine Nachricht: Hey, wir sind schon bei Xing verknüpft und bla. Ne? Und dann habe ich aber auch, und dann aus irgendeinem Grund dachte ich, wenn ich mir schon die ganze Arbeit mache, dann muss das aber auch klappen. Und blöd wie ich war, habe ich dann geschrieben: Ja, und wenn du Lust hast, können wir auch mal 20 Minuten reden. Hier ist ein Link. Und außerdem ist hier der Link zum LinkedIn-Profil. Und wenn du bei LinkedIn nicht aktiv bist, dann findest du da eine Liste, wo ich sonst noch überall aktiv bin. Und es hat er natürlich, also sagen wir mal so, als ich nur noch einen Link geschickt habe, wurden die Response Rates deutlich besser. Ja. Ja, eine klare Botschaft und eine klare Einladung am Ja, Ende. und dann habe ich gemerkt, was hast du da für einen Unsinn gemacht? Weil wenn die das lange Ding mit drei Links schon gesehen haben, hatten die schon gar keine Lust mehr. Ja. Und inzwischen hat mich auch LinkedIn daran gehindert, noch Texte zu schicken.
Und inzwischen schicke ich gar nichts mehr. Und da das die Leute auf LinkedIn gewöhnt sind, ist da die Response-Rate am höchsten. Ja, also ich weiß jetzt zum Beispiel, heute hat jemand den Kontakt bestätigt, die hat garantiert von mir schon mindestens 3 Einladungen gekriegt bei LinkedIn. Ja, und heute hat sie bestätigt, wo halt überhaupt kein Text mehr drin war. Manchmal ist kein Text, also in Ja. ganz seltenen Fällen ist kein Text vielleicht Oder der wenig beste Text. Call to Action. Ja, weil dann das Einzige, was sie dann machen kann, sie hat nichts zu lesen und so weiter, das Einzige, was sie machen kann, ist bestätigen. Ja. Ja, und wenig Text ist auch Ja. ganz gut. Also funktioniert besser als viel Text, weil die Leute sehr faul sind, auch was das Lesen anbelangt. Und es ist natürlich so, wenn du erstmal jemanden kontaktierst und dann nicht gleich zuballerst mit irgendeinem Text, den er vielleicht gar nicht will, weil du weißt ja nicht, ob der jetzt bereit dazu ist. Ja. Einfach mal abwarten und da auch Zeit verstreichen lassen und den Leuten auch die Zeit lassen, dich kennenzulernen erstmal. Also man braucht halt einfach wirklich 7 mittlerweile bis 12 Touchpoints, bis jemand tatsächlich auch dann zum Neukunden wird oder dir abschließt bei dir. Je nachdem, was für ein Bereich es ist. Es ist natürlich auch ein Touchpoint, wenn er mal auf dein Profil geklickt hat und sich dein Profil angeschaut hat. Oder wenn er mal auf YouTube dein Video angeschaut hat. Kannst du natürlich ihm alles auch zuschicken, proaktiv, aber würde ich halt am Anfang vielleicht noch nicht machen, sondern dann erstmal einen anderen Eintritt finden, dass man erstmal durch die Ansprache, auch durch das eigene Posting und durch den eigenen Content eventuell in einen Austausch kommt und sich einfach erstmal vielleicht vernetzt auch nur. Also wenn wir jetzt auf der Ebene sind, dass wir nicht auf der Paid-Ebene, also ich mache Ja. ja Meta-Ads, also das ist ja dann nochmal was an eine andere Ansprache, aber Ja, wenn ja. du ganz normal auf deinem Profil bist und dann die Leute hinzufügst, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, zum einen die richtige Ansprache zu finden, wenn du es dann machst, wenn du rausgehst, aber auch zum anderen nicht alle zuzuballern einfach mit deinen Texten. Ja, weil die Leute merken natürlich, je mehr Text du schreibst, desto eher haben sie das Gefühl, der will mir jetzt was verkaufen. Ne? Manchmal sage ich dann auch, na hey, eigentlich will ich nur reden, ja. Also ich will mal rauskriegen, was machst du? Dann einfach Fragen stellen. Das ist auch der beste Eintritt. Dass einfach den anderen, was machst du eigentlich? Und sich auch wirklich interessiert. Also ich schaue mir die Profile auch wirklich an und weiß dann auch, okay, der ist in dem Bereich unterwegs und der bringt mir vielleicht auch was und ich möchte mit denen in den Austausch gehen. Also nicht so dieses einfach sture, ich schreibe jetzt einfach 100 Leute an und schaue, was dabei rumkommt am Ende. Ja, das finde ich eh eine etwas seltsame Strategie. Also ich mache gerade sehr gute Erfahrungen mit diesen neuen Senkrecht-Videos auch bei YouTube. Ja, ich nehme die zwar auf TikTok auf, das ist jetzt aber nicht das typische TikTok-Video, sondern wo ich einfach entweder einen kleinen Tipp oder einfach auch gleich so, wenn du das und das Problem hast, dann lass einfach mal reden. Und ich bin total überrascht. Also als ich das erste Mal mich überwunden habe, einfach einen blanken Pitch. Also wirklich nur so, hey, na, kennst du jemand, der einen Job sucht? Dann sollen die mal mit mir reden, weil ich kann ihnen zeigen, wie das besser klappt. Ja? Plötzlich hatte ich 3 Nachrichten und ich denke, huch. Ja, also einer, der suchte jetzt selber keinen, aber hat gesagt, erzähl mir mal, was du machst, weil dann kann ich dich weiterempfehlen, ja. Und 2 andere haben gesagt, ah ja, jetzt wird es dann langsam Zeit, dass ich wollte mich eh schon mal an dich wenden und so weiter. Ne? So wie du sagst, und man braucht halt, ob es jetzt 7 sind oder 12 oder 72 Touchpoints, aber jeder Touchpoint, wo jemand vielleicht nochmal einen Impuls kriegt, jetzt mit dir zu reden, ins Gespräch zu gehen, ist auf jeden Fall schon mal positiv, ne? Die haben dich wahrscheinlich schon längere Zeit beobachtet. Das kann es ja nicht sein. Es kann manchmal sein, dass die ein Jahr dich beobachten oder Ja, schauen, was du ich eigentlich so. weiß, ich weiß auch mit einer Person, die mich jetzt kürzlich kontaktiert hat, da habe ich vor 2 Jahren drüber geredet, dass ich ihr da helfen kann. Ja, oder vor 1,5 Jahren drüber geredet, dass ich ihr da helfen kann. Und ich dachte, ja, die wird schon kommen, wenn es soweit ist. Ja, da brauche ich dann nicht alle 3 Wochen zu schreiben, hey, bist du jetzt soweit? Ja.
bei manchen. Und bei manchen ist es aber nicht schlecht. Die freuen sich, wenn sie so einen Impuls kriegen, weil sie dachten, Mensch, das wollte ich doch immer schon machen, hab ich irgendwie vergessen. Ja. Impuls finde ich auch das richtige Wort eigentlich. Also einen Impuls zu geben und Leute einzuladen, dabei zu sein, aber jetzt nicht Leute aufzufordern oder wirklich zu überzeugen. Also darum geht es eben. Ja, du stirbst übermorgen, wenn du jetzt mich nicht buchst oder so, ne? Also nicht so, ja, manchmal finde ich das auch, also manchmal finde ich solche Texte merkartig. Also wenn man zu pushy ist, was kann man noch falsch machen? Zu viele Fremdwörter, Häufig zu auch, was du häufig, auch gemeint hattest, ja, dass zu man pushy, zu häufig. ja und auch Nicht einfach Inhalte. genug, hast du vorhin angedeutet, ne? Also so einfach wie möglich, dass man immer überlegt, kann ich das noch einfacher sagen? Und dann, dass man vielleicht auch dass man nicht die falschen Inhalte produziert für die Zielgruppe. Das ist auch, merke ich auch oft, dass das dann Beispiel? Dass man sich halt, wenn man sich halt nicht, wenn man diese Anfangsarbeit nicht gut gemacht hat und die Zielgruppe nicht genau angeschaut hat, das ist also häufig das Problem. Und dass man nicht dass man dann eben auch nicht eindeutig genug kommuniziert. Also, was ich zum Beispiel manchmal, das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das findest. Momentan ist ja gerade der KI-Hype und dann ist irgendwann klar geworden, es geht irgendwie um Prompts. Und jetzt gibt es diese Dinger, wo die dann sagen, also wenn es 100 Prompts sind oder 50, dann sind es ja noch wenige, aber ich glaube, ich habe schon irgendwelche Sachen gesehen, so 5000 Prompts für alle Zwecke, wo ich mag dein Lächeln gerade. Also, wo ich Ja. dann denke, um Himmels Willen, Ich will wer doch gar will nicht so viele 5000 Prompts. Prompts? Ich will auch Ja? nicht so viele Prompts. Oder? Du willst auch nicht so Nein. viele Prompts. Nein, Also, ich wenn, möchte meine dann. eigenen Ideen auch behalten und dann Ja, wirklich. oder von mir aus 4 Rezepte, wie du gute Prompts baust, mit 10 Beispielen oder 8 Beispielen oder so, ja? Das fände ich jetzt. Aber dann kommt so ein Ding so: 100 Prompts fürs Business, 100 Prompts fürs Privatleben, von jemand, den ich sehr, sehr schätze, aber wo ich denke, will ich 100 Prompts? Ja? Also, um mich inspirieren zu lassen, würden vielleicht auch 20 reichen. Ne? Und dann könnte er ja sagen: Hey, willst du das Dokument mit 100 Prompts hier für 10 Schweizer Franken? Hätte ich beinahe gesagt, weil es ein Schweizer ist. Aber. Kurz und knackig und vielleicht nur erstmal ein kostenloses Angebot und nicht 10, die in verschiedene Richtungen gehen. Das ist halt auch oftmals das Problem. Jetzt hast du vorhin gesagt, Leadmagnet. Ich muss zugeben, dass ich theoretisch hätte ich welche, aber ich scheue davor noch so ein bisschen zurück. Also einerseits ist es ja meistens so, inzwischen ist es ein bisschen transparenter, dass die Leute dann sagen, du abonnierst hier meinen Newsletter und dafür kriegst du dieses PDF oder so, ja. Früher war es ja nur so, du bestellst das PDF und dann sagt er so, danke, dass du jetzt in meinem Newsletter bist. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich schon mal Ärger gegeben haben. Aber also einerseits, was muss so ein Lead-Magnet können? Und andererseits, braucht man es wirklich? Ich versuche inzwischen ohne auszukommen, sondern ich sage zu den Leuten einfach, hey, wenn dich das Thema interessiert, hier ist ein Link, wir reden. Ja, also wenn du dann schon so bekannt bist, natürlich super für dich. Also wenn du da schon in die Sichtbarkeit gegangen bist, bei vielen scheitert es tatsächlich an der Sichtbarkeit und an der Reichweite, Okay. an dem Kundenstamm, den sie auch einfach noch nicht aufgebaut haben. Oder wenn sie ihn haben, nicht regelmäßig bespielen, zum Beispiel auch, komme ich auch häufig die Rückmeldung, Oh, dass dann auch schön, auch schön. Regelmäßigkeit fehlt. Auch schön das Zitat. Ich poste nur einmal die Woche was, ich will ja niemanden nerven. Dann habe ich Genau. gesagt, ja, dann kannst du es auch lassen. Ja, also dann, wenn du einmal die Woche was postest, die Wahrscheinlichkeit, dass es viele Leute sehen, ist sehr, 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 sehr gering. Ja, Ja, da egal muss auf man, welcher ja, Plattform eigentlich. da Ja. sollte man sich schon eine Strategie überlegen, wie man raustritt und sichtbar ist. Dann ist es natürlich so, dass die Leute dich anschreiben, im besten Fall, wenn du das schon längere Zeit machst. Das ist auch ein Prozess. Also da beim Anfang hast du da vielleicht noch gar keine Ergebnisse, ne? Da musst du erstmal wirklich ins Umsetzen kommen. Und da scheitert es bei vielen dann an diesem Umsetzen, weil die machen das natürlich zusätzlich zu ihrem, was sie ja eigentlich eh auch, also ihr Business ist ja eigentlich auch ein anderes. Und dann kommt noch dieses ganze Social Media obendrauf, wo sie sagen, ich bin total überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, welche Plattform, was mache ich jetzt eigentlich? Also da
Das erlebe ich wirklich häufig, dass die Leute da keinen strikten Plan folgen und nicht sagen, ich mache jetzt, ich habe jetzt drei Themen, mit denen arbeite ich jetzt über Monate. Und Ja. das sind die Themen, die meine Zielgruppe interessieren und die bespiele ich jetzt mit den Themen. Ja. Ich habe gerade auch, das würde mich jetzt auch interessieren, was du, wie du dazu stehst. Ich habe gerade jemanden, mit dem rede ich, und die sagt immer, ja, ich muss jetzt erstmal über meine Kanäle nachdenken. Und dann sage ich immer, über die Kanäle denke ich ganz, 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 ganz am Schluss nach. Ja? Also als erstes denke ich eben darüber nach, was habe ich überhaupt zu bieten? Ne? Was habe ich, was einer kaufen will? Das Zweite ist eben, wer ist das? Ja, also und eben, was ist entweder der Nutzen oder der Schmerz, der Nutzen, den ich bringe, oder der Schmerz, den ich beseitige? Genau. Dann überlege ich, welche Form nimmt meine Kommunikation an? Also um diese Frage zu beantworten oder diesen Schmerz zu illustrieren. Was brauche ich? Brauche ich jetzt, also wenn ich sage jetzt mal, wenn der nicht weiß, wo er in Excel klicken muss, ja, dann ist es vielleicht besser, nicht TikTok zu nehmen, sondern YouTube und ein Video, ein Anleitungsvideo zu machen, sage Genau. ich Das sage mal. ich den Ne? Leuten auch, dass sie, dass Ja. ich dass sie nicht, dass nicht für jeden die Plattform, also dass für jeden eine andere Plattform vielleicht Ja, interessant ist, auch was die genau. Zielgruppe anbelangt. Beziehungsweise Gleiche. meine Inhalte müssen zur Frage passen und der Form von dem Inhalt muss eben zu dem Inhalt passen. Was kann ich in diesem Inhalt am besten, wie kann ich diesen Inhalt am besten transportieren? Und erst dann eigentlich kann ich über den Kanal nachdenken. Also es nützt ja jetzt nichts auf, ich sage jetzt mal auf Threads, Videos zu publizieren. Das ist wahrscheinlich nicht optimal, ne? Sondern da ist es vielleicht besser und dann kommt es drauf an. Es ist jetzt ein kurzer Tipp. Dann ist es vielleicht Instagram oder TikTok oder ist es halt ein langes Anleitungsvideo, vielleicht noch mit einem Bildschirm. Dann ist sicher ein Querformat, zum Beispiel wie bei YouTube, besser und so weiter und so fort. Also dann über den Kanal und erst dann über den Kanal. Und dann muss ich ja noch drüber nachdenken, wie funktioniert der Kanal? Na, also was muss ich. Also zum Beispiel, wie war das? Also die Leute sagen dann immer, das habe ich jetzt kürzlich irgendwo gehört, mach das Plus weg. Stimmt, da habe ich mit Thorsten drüber geredet. Mach das Plus weg. Aber das Video, das TikTok-Video hat jemand aber bei Instagram gepostet, wo man gar kein Plus wegmachen kann. Ja, also dann wäre es halt vielleicht besser zu sagen, abonniere den Kanal, ne? Weil das funktioniert halt überall im Prinzip. Ja, oder folge dem Kanal oder sowas, oder folge mir oder sowas, ja. Das, da wären wir dann wieder bei dem Ziel. Also was Genau. Posting macht, was ist mein Ziel? Will ich die Leute, Ja. will ich mehr Follower auf Instagram haben? Ja. Möchte ich jemanden zu meinem kostenlosen Webinar anmelden, Ja. einladen, damit ich dann später noch, noch was weiter verkaufen kann? Ja. Das ist mein Ziel, genau. Ja. Also was ich im Vorfeld eben überlegt habe, ist, also wir haben ja jetzt so eigentlich vor allem über Text bei der Anbau, also nee, lass uns über was anderes reden. Wie macht man das? 7 Tage, 5 bis 15 Neukunden oder Mitarbeiter. Wie Ja. gehst du da vor? Sollen wir uns was ausdenken? Was bin ich für ein Unternehmen? Wem soll ich spielen? Du könntest einen, was könntest du machen? Du Also könntest ich einen suche Mitarbeiter. Ich sage jetzt mal, ich suche Mitarbeiter. Mitarbeiter, okay. Gut, also dann, wenn du Mitarbeiter suchst, dann geht es natürlich erstmal in welcher Nee, Sparte. Du was bin ich? Wir spielen das jetzt durch. bist ein Unternehmer, Ich bin oder? Unternehmer, ich habe, bin ich Gas, Wasser, Sanitär. Oder? Sanitärbereich, okay. Also Gas, Wasser, Sanitär. Genau, ich muss ganz viele Solaranlagen und Wärmepumpen jetzt installieren und ich suche Leute, die mir Solaranlagen und Wärmepumpen installieren. Und die gibt es einfach nicht bei mir. Und ich habe, was muss ich haben? Natürlich irgendeinen Social Media Kanal muss ich schon haben, oder? Ja, du solltest also, ich mache ja Meta-Ads hauptsächlich, da Okay. solltest du wirklich dann also einen Facebook-Account haben. Wenn du den Hm. nicht hast, kannst du aber auch einfach eine Geschäftsseite erstellen. Also eine Geschäftsseite brauchst Okay. du Also eigentlich ich auch. kann eigentlich mit null Followern kann ich Kannst anfangen. null anfangen. Es ist Okay, nicht. dann bin ich beruhigt. Ich habe noch keinen, so einen Unsinn habe ich bisher nicht gemacht. Also ich spiele jetzt einfach den.
Ich spiele jetzt, ich verrate jetzt nicht, wen ich spiele, aber ich habe jemanden im Kopf. Ja. So einen Unsinn habe ich nicht gebraucht. Ne? Ich mache immer einmal im Jahr die Anzeige im Dorfblatt zu Weihnachten. Das muss reichen. Aber okay, also ich glaube, meine Frau hat einen Facebook-Account, die kann ja dann die Seite einrichten. Ja? Gut. Und dann, wie gehen wir dann vor? Also mit Anzeigen. Genau, aber das fand ich jetzt gerade interessant, weil du hast dir quasi gerade selber so einen Avatar gesucht. Ja, Das ist genau. Ich auch habe ganz mir, gut bei der ich brauchte Zielgruppe. gerade jemand vor meinem inneren Auge. Es ist Bin auch ich ganz da? gut bei der Zielgruppe, wenn ich mit den Ja. Leuten spreche, was für eine Zielgruppe sie haben und das nicht genau wissen, dann ist Ja. es ganz hilfreich, sich einen eigenen Avatar zu bilden, auch von der Ja. Zielgruppe. Genau. Oder So, jetzt meine Zielgruppe, also den ich was verkaufe, das sind nur die Leute hier im näheren Umkreis. Aber natürlich so, die Leute, die für mich arbeiten, die würden vielleicht schon so 15 Kilometer fahren. Genau, weil wir brauchen natürlich, das ist jetzt ein lokales Unternehmen. Also dann geht es darum, dass man natürlich dann den Umkreis bespielt und sich da zum Beispiel einen 15-Kilometer-Radius macht. Ich denke mal, dass vielleicht die Leute auch sogar noch weiterfahren würden von der Arbeitsstelle, also 20 Kilometer im Kreis. Und dann geht es natürlich darum, die Stelle nochmal genauer herauszuarbeiten. Also was ist das für eine Stellenbeschreibung? Was sind die Benefits? Was habe ich meinen Mitarbeitern zu bieten? Und ich möchte natürlich auch wissen, woran es bisher gescheitert ist, warum keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden können. Also Ja, wie also der in unserem Preis. Fall, die arbeiten alle in der Schweiz für viel mehr Geld. Und ich will gar nicht 15 Kilometer Radius, weil da bin ich ja schon in der Schweiz. Also ich will nur auf der deutschen Seite von der Grenze. Okay, dann muss man sich natürlich überlegen, sind da so viele Leute, leben da so viele Leute, für die so eine Tätigkeit auch in Frage kommt, ne? Also man muss immer trotz allem realistisch bleiben. Kann ich den Radius so halten? Ist es realistisch in meinem Umkreis, im Sanitärbereich, wenn es jetzt zum Beispiel ein handwerklicher Beruf ist, so viele Leute zu akquirieren? Oder muss ich dann tatsächlich vielleicht auch ins Ausland gehen und sagen, ich will jetzt Leute aus dem Ausland? Also wenn ich mit jemandem spreche, dann möchte ich natürlich erstmal wissen, hat es überhaupt Sinn, die Anzeige so zu schalten? Gibt es da überhaupt, also ist die Zielgruppe überhaupt örtlich auch in diesem Umkreis Wie finde ich das greifbar? raus, wenn ich jetzt als Handwerksbetrieb oder als anderer Betrieb Mitarbeiter suche? Wie finde ich raus, ob ich in meiner Region genug Leute finde? Also das hast du ja wahrscheinlich schon in der Vergangenheit festgestellt, dass es wahrscheinlich schwer ist, also das im handwerklichen Bereich vor allem. Und was du jetzt machen kannst, ist, dass du sagst, okay, du machst jetzt wirklich ein unschlagbares Angebot auch an die Mitarbeiter, weil du in einem Markt drinnen bist, wo die Nachfrage halt extrem ist und das Angebot extrem niedrig ist. Also du Also 4 Tage Woche, zum sage ich Beispiel, jetzt mal. ja. Und damit du dann diejenigen, die da vorhanden sind, ansprechen, also besonders gut ansprechen kannst und dich von der Konkurrenz dann im Endeffekt auch absetzt in deinem Umfeld. Da musst du natürlich auch schauen, wie viele Leute suchen eigentlich in meinem Umfeld. Genau, dann bastle ich praktisch die Anzeige, wo ich das entsprechend verschriftliche. Also das mache ich dann natürlich, aber Das ist das, was du machst, genau. Machst du dann auch das ganze Anzeigenmanagement? ja, klar. Weil das ist ja alles nicht trivial, Nein. Ich sage auch immer, also so ich habe eine mal ein Anzeige bisschen. muss weiter betreut werden. Die Anzeige steht nicht alleine für sich. Also das ist auch ein Prozess. Also man muss natürlich auch viel testen und man kann nicht einfach eine Anzeige schalten und die dann abgeben. Also das funktioniert nicht. Also man macht praktisch schon von Anfang an mehrere Varianten, ne, mit verschiedenen Bildern oder mit Video oder mit verschiedenem Text und schaut, was funktioniert am besten, was Das bringt Creative am ist meisten eh auch Frucht. das Wichtigste. Also wir hatten ja jetzt viel über Texte gesprochen Ja. und wenig über Bilder und Videos. Aber an sich ist von der Ansprache her das Creative eigentlich das Wichtigste, dabei, dass die Leute halt anspricht. Also die sollte eigentlich genauso zielgerichtet sein wie der Text im Endeffekt. Also anders gesagt, das Bild, was ich da reintue, sollte entweder mich oder den ich ansprechen will, repräsentieren, ansprechen, anziehen, was auch Ja, da immer. gibt es eben zwei Strategien. Du kannst entweder dich zeigen und dein Angebot darstellen, oder du zeigst deine Zielgruppe, wie sie das Angebot gerade annimmt oder wie sie die Dienstleistung gerade. Berühmten Handshake-Fotos. Ja, Also ja.
Und natürlich ist es immer wichtig, dass Menschen drauf sind, dass Leute in die Kamera strahlen. Also je mehr also Menschen kaufen von Menschen und nicht von irgendwelchen nur rein von Werbetexten. Und deswegen ist immer das Persönliche ausschlaggebend, auch bei einer Werbeanzeige. Kann auch mal nach hinten losgehen. Ich glaube, unser Haushalt wird nie ein Seitenbacher Müsli betreten. Ja? Also das kommt hier nicht über die Schwelle. Liegt aber jetzt nicht zwingend an mir. Aber im Normalfall ja den Menschen in den Vordergrund stellen, ist sicher nicht die schlechteste Idee. Und sich natürlich überlegen, Genau, ja, und in meinem dann. Fall ist es denn sinnvoll überhaupt, dass in meiner Region, ist es denn überhaupt möglich in meiner Region Mitarbeiter zu finden, ne? Also das sieht man dann aber auch beim sogenannten Targeting, ne? Ich definiere ja dann, wem wird das dann angezeigt? Also Altersrange, männlich, weiblich, weiß nicht, was kann ich noch targeten? Kann ich Ausbildungslevel targeten? Nein, also du kannst auf Meta mittlerweile nicht mehr so viel targetieren. Also das war früher möglich, aber mittlerweile ist es relativ eingeschränkt. Du kannst nach Interessen noch filtern Okay. und du kannst halt den Umkreis dann auch auswählen. Okay. Also ich kann vielleicht lokale Getränkemarken, sage ich mal, oder eine lokale Partyband oder so, ne? Oder Ich würde mittlerweile, also ich muss da ganz ehrlich sein, ich würde dadurch, dass Meta jetzt auch KI unterstützt ist, und auch relativ der Algorithmus wirklich so gut funktioniert, das relativ offen lassen, was die Targetierung anbelangt. Okay, also dass die selber das, also Meta hat ja dann, also die verdienen ja dann Geld, das wissen die meisten nicht, wenn einer klickt, ne? Also nicht in der Regel, wenn er es sieht, Impressions, oder? ja, Genau, Impressions. also, Nicht, sondern Impressions. das sind Impressions. Bei Meta zahlt man immer für Impressions. Ah, Genau. Impressions, okay, aber naja gut, dann kann es ihnen eigentlich egal sein, oder? Das ist denen also natürlich nicht ganz egal. Die wollen natürlich auch, dass die Werbeanzeigen zielgerichtet sind und den Leuten ausgestrahlt werden, weil man natürlich dann auch mehr Werbebudget Also einsetzt. gut, wenn dann einer, also wenn die es vielen ausspielen und keiner klickt, dann ist derjenige auch demotiviert und wird nicht wieder Ja, kaufen. ganz genau. Okay. Ja. Also anders gesagt, ich lasse es verhältnismäßig, ich lege die Region fest, lasse den Rest aber verhältnismäßig offen, sodass Meta da Es gibt selber natürlich optimieren kann. unzählige Hacks noch zusätzlich, aber die kann ich jetzt hier nicht alle erzählen. Erstens kannst du das nicht, zweitens wollen wir das gar nicht, dass du dich verrätst, weil das ist ja dann für deine Kunden. Ja, was auch häufig der Fall ist, ist tatsächlich, dass Frauen eher die Kaufkräftigen sind oder die Entscheider, was auch bei Kaufentscheidungen anbelangt, und dass man tatsächlich auch für bestimmte Kampagnen dann wirklich nur Frauen targetieren kann. Okay, interessant. Jetzt, was du kostest, wollen wir jetzt gar nicht unbedingt wissen. Das besprichst du mit deinen Kunden. Aber wie viel müsste ich jetzt als, also ich will jetzt, sagen wir mal, zwei Sanitär, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Gesellen halt einstellen. Was muss ich da in etwa an Budget anlegen? Man kann ja so ein von bis oder so ein ab. Also unter wie viel Euro macht es gar keinen Sinn, da rumzuspielen? Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, weil ich tatsächlich auch oftmals mit Leuten spreche, die halt auch sagen, sie haben kein Marketingbudget, und dann ist für mich schon klar, okay, also ohne Marketingbudget kann man auch auf Meta keine Anzeigen schalten. Deswegen, also ich mache ja wirklich eine Rundumberatung, was auch Social Media anbelangt. Es gibt natürlich auch auf Content-Ebene, Newsletter etc. so viele Möglichkeiten, Werbung zu machen. Aber wenn ich mich dafür entscheide, das abzugeben und mich da Hilfe zu holen, und dann muss ich halt dafür bezahlen. Das ist dann einfach so. Aber Und es geht jetzt gar nicht mal um deinen Preis, mich würde es mal nee, rein ich muss interessieren. das an Aber Meta bezahlen. Das das muss ich ist an wichtig, Meta eben genau. bezahlen. Aber was muss ich in etwa für die Meta-Anzeigen einbinden? Das kommt dann wirklich komplett auf die Nische drauf an. Also man kann es, also bei den also da wird es dann auch, da sagt man dann auch pro Lead ungefähr, die Leadkosten kann man dann ungefähr einkalkulieren. Und je nachdem, also bei Mitarbeitern sind wir da schon bei 20 Euro aufwärts, würde ich sagen, was Also den wenn ich jetzt fünf Lead Leute, wenn ich möchte, dass fünf Leute mich kontaktieren und sagen, ich möchte bei dir arbeiten, dann bin ich einfach schon mal bei 100 Euro. Ja, und das sind dann natürlich nur Interessenten erstmal. Also da muss Okay, man ja, genau. schauen, dass das dann Ja. auch passt, ja. Also wenn ich jetzt weiß, okay, wenn ich 10 interviewe, dann finde ich zwei, mit denen ich arbeiten will oder die mit mir arbeiten wollen, dann muss ich halt
eben die 200 € einplanen. Genau, und dann kannst du halt im Monat so zwischen 300 bis 600 € Werbebudget kannst du je nach Nische dann schon einplanen. Okay. Ja. Genau. Also ich finde es Dann immer wichtig zu reine sagen, Werbebudget. ich finde also das reine Anzeigenbudget ohne da Genau. eine Beratung. Weil ich finde es schon wichtig, da immer mal so ein bisschen Eckpfosten einzurahmen. Nicht, dass die Leute denken, ja, ich habe ja gehört, das kostet irgendwie 5 Cent pro irgendwas und dann will ich jetzt mal mit 2 € anfangen. Das macht halt einfach keinen Ja, aber Sinn. jetzt musst du dir natürlich überlegen, im Mitarbeiterbereich, was kostet denn so eine Vermittlung von einem Mitarbeiter? Die kostet auch mal eben 1500 bis 2000 € ein Mitarbeiter Ja, auch. je Also kann nachdem. noch Je mehr, nachdem. natürlich, wenn du im Headhunter-Bereich bist, ist es Ja. natürlich eine andere Ich habe Hausnummer. mal jemand gefragt, der hatte so, wie soll man sagen, da ging es um das Grobfeld Finanzen, sage ich jetzt mal. Dann habe ich gesagt, was kostet sich eigentlich so ein Mitarbeiter, ne? Oder auch wenn der früher hinschmeißt oder sowas, kostet sich das, den zu ersetzen? Und er sagte 20.000 €. Ja. Und das ist natürlich klar. Und ohne Budget, ja, wie wissen wir immer, Bedarf, Bedürfnis, Budget braucht der Kunde, ne? Ja. Also er muss erstmal was damit anfangen können, er muss es haben wollen. Und wenn er es nicht bezahlen kann, dann wird da auch nichts draus, ne? Dass die drei Genau. Dinge sollten immer gegeben Genau. sein. Also ohne Budget funktioniert es Das in der kläre Beratung. ich jetzt auch also immer am Anfang schon, weil das Ja. ist ganz wichtig als Information an den Kunden, Ja. das vorab zu sagen, dass es Ja. halt jetzt nicht umsonst ist. Also wenn Ja. man auf Meta-Werbung schaltet. Wenn man aber Radio-Werbung schaltet, dann ist es auch nicht umsonst. Wenn man eine Anzeige im Wochenanzeiger macht, dann ist das auch nicht umsonst. Und da müssen viele halt noch so ein bisschen umdenken. Ich Also. hab diese Diskussion manchmal mit Leuten, also ich berate eben Leute, die einen Job suchen und interessanterweise funktioniert da Xing noch ein bisschen besser als LinkedIn, zumindest die Methodik, die ich denen beibringe. Und dann sagen die, ja, ich will aber kein Premium. Dann sage ich, naja, früher hätten sie halt eine Bewerbung im Umschlag geschickt, aber da hätten sie auch eine Briefmarke draufgeklebt. Ja? Und für drei Briefmarken oder für vier, DIN A4 Versandbriefmarken kriegt man inzwischen auch schon einen Monat Xing, ja, fast. Also ganz, ganz ohne geht es halt manchmal nicht. Ja, wenn sie es halt nicht wollen, dann kann ich sagen, okay, dann können wir das theoretisch erläutern, wie man das machen würde, aber dann können sie es halt nicht machen. Ja, dann funktioniert es halt nicht. Meistens verstehen sie es dann, wenn ich zeige. Sie sind dann meistens recht verwundert, was dann geht, wenn man Geld einwirft. Ne? Das ist Aber das Ding, es ist wichtig ist, extrem skalierbar. Also auf Meta, ja. die Kampagnen oder die Ads sind halt dann, wenn man sagt, man hat das Budget, deswegen machen natürlich Ja. auch alle, die viel Umsatz machen, auch Werbeanzeigen, die Ja. meisten. Weil Ja. sie wissen, was das Potenzial dahinter ist und wie man damit halt auch wirklich skalieren kann dann. Aber wir sagen nochmal, don't do this at home. Ich weiß auch, ich erzähle hier nur Geschichten heute aus dem Dorf. Da gab es jemanden, der hat so Sportartikel verkauft und dann hat er für einen bestimmten Sportartikel Google-Werbung geschaltet. Und ich glaube, der hat, glaube ich, 500 € verballert in, keine Ahnung, 2, 3 Stunden. Und hat natürlich keinen einzigen Sportartikel verkauft. Ne? Ich glaube nicht, dass der nochmal Werbung geschaltet hat, aber hätte vielleicht hat jemand fragen sollen, der sich damit auskennt. Ja. Ja, viele sind tatsächlich auch gebrandmarkt in dem Umfeld, weil sie mit irgendwelchen Agenturen schon zusammengearbeitet haben und die ihr Geld eigentlich nur zum Fenster rausgeworfen haben. Das erlebe ich leider auch häufig, Ja. weil dann das Budget eben nicht ja, zielgerichtet und vorsichtig eingesetzt wurde, sondern ja, das einfach eine Schablone, oftmals eine Schablone ist, die da draufgesetzt wird. Und Abschlussfrage, woran erkenne ich, dass jemand, der sagt, ich mache für dich Social Media Werbung, woran erkenne ich, dass der Unsinn redet? sehr gute Frage. Ja. Ich würde sagen, dass die meisten was versprechen, was sie im Endeffekt nicht hundertprozentig einhalten können oder die viele Großagenturen, weil sie halt so an den Markt heraustreten und so die Leute fangen auch mit großen Versprechungen. Und ich würde halt auch wirklich immer hinterfragen und auch Fragen stellen. Also auch bevor man einen Vertrag auch unterzeichnet, einfach wirklich auch Beispiele und Fragen stellen, ganz Ja, kurz. oder einfach mal sagen, hey, kannst du mir mal 3, 4 Kunden nennen, Kollegen, mit denen du gearbeitet hast, Und dann vielleicht mal die Kunden ansprechen. die ich mal fragen kann,
Na, wie sie so zufrieden sind. Ja, genau, weil Testimonials sind alles. Also wirklich, darauf würde ich dann achten und schauen, was sagen eigentlich, was sagen denn die Kundenstimmen auch zu der Also hier Agentur. vollmundig. Weil, wie gesagt, ich fand dein Versprechen schon sehr vollmundig, ne? Aber wenn man das natürlich, also Social Media Ads, kann ich mir gut vorstellen, Ja, über Ads. Also dass das man ist das so natürlich rein über hinkriegt. Ads. Ich habe aber, sage Ja. aber auch, dass ich nicht finde, dass für jeden Ads geeignet sind, auch nicht für den Start, weil wie gesagt, es ist ein Investment. Auch Ja. LinkedIn-Ads sind auch noch teurer. Also da ist man schon bei 50 € Werbebudget am Tag. Ja. Deswegen zum Skalieren ist es super geeignet, aber es ist nicht für jeden geeignet, der jetzt zum Beispiel auch gerade am Anfang ist. Da gibt es auch Ja. andere Strategien, die Leads generieren. Also ich habe mal mit LinkedIn Ads experimentiert und habe dann gemerkt, okay, da wäre vielleicht noch, ich weiß nicht, was da suboptimal war, ne? Also da hatte mich auch zwar jemand ein bisschen an die Hand genommen und hat gemeint, das muss ganz toll funktionieren, aber das hat halt nicht funktioniert, ne? Und es gab auch mal einen, der für ein sehr kleines Budget einfach nur sein großes Netzwerk aktiviert hat. Das hat eigentlich auch null Feedback gebracht. Ja, also und ich bin ja jetzt eher so der organische Typ, ne? Also ich versuch die Dinge organisch zu erreichen. Das funktioniert halt dann, wenn man ein verhältnismäßig großes Netzwerk hat. Wenn man sich auskennt, auch technisch, wenn man wirklich das Wissen hat, wenn man oder sich die Unterstützung holt und Ja. wenn man auch schon relativ lange vielleicht auch auf dem Markt ist und einfach dieses Netzwerk dann auch schon hat, ganz genau, also oder auch die Kunden auch schon hat. Vielleicht als letzten Tipp: Die gute Agentur würde ich daran erkennen, dass ich auf sie gestoßen bin, weil sie eine Anzeige bei Facebook oder bei LinkedIn geschaltet hatte. Ja? Weil dann wissen sie ja, wie es funktioniert. Ja? Also, ich finde es immer lustig, wenn mir Leute versuchen, irgendwas zu verkaufen. Also, irgendwie, keine Ahnung. Das berühmteste ist der SEO. Ich glaube, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, der halt dann Spam-Mail schickt. Ne? Wo ich dann sage, naja, wenn du gut SEO kannst, warum musst du denn Spam-Mail schicken? Ich Ja. habe aber auch schon Leute gesehen, die Neukundengewinnung anpreisen und selber Ja. eine Anzeige machen. Also die machen, sagen, ich mache das alles organisch, du bekommst organisch Ja, Neukunden und auch cool, schalten ja. dann aber eine Anzeige Ja, selber. oder noch schlimmer, also mein Lieblingskontakter war vor einer Weile einer, der schickte mir eine leere Kontaktanfrage auf LinkedIn. Und hat mir dann erklärt, also ich habe dann so eine Standardrückfrage, so hey, herzlich willkommen in meinem Netzwerk, ne? Darf ich verraten, darf ich erfahren, warum? Was kam zurück? Bist du Berater, Experte oder Coach? Also ohne Hallo, ohne alles. Und ich Das ist so zurück, vorgefertigter Text, ja. ich so, hä? Ja, und so. Haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, habe ich gesagt, also. Du erzählst, also der wollte, glaube ich, über Video, also es ist nicht der, der jetzt beim letzten Video hier auf diesem Kanal ist, war jemand anders, mit dem hat sich dann keine Freundschaft ergeben sozusagen. Und der meinte dann, ja, ich zeige dir, wie du über Video organisch Kunden findest. Und ich so, ja, scheint ja nicht zu funktionieren, wenn du mich kalt anquatschen musst. Na? Das hat er aber entweder in seinem Gehirn oder auf seiner Tastatur nicht wirklich zusammengebracht. Aber wenn sozusagen die Leute nicht, man sagt immer, ihr eigenes Hundefutter essen, also eat your own dog food, ja, also wenn sie sozusagen nicht selber das nutzen, was sie behaupten zu verkaufen, ja, die sagen dir, ich baue dir einen YouTube-Kanal auf, oder guckst du dir einen YouTube-Kanal auf und da sind 5 Videos. Ja. Und du so, what? Also Ja? ich muss auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel mich auch teilweise gar nicht so um mein Eigenmarketing so viel kümmere, was ich auch Oh wirklich ganz, oh. ja, aber einfach aus zeitlichen Gründen, ne? Also das, weil ich halt einfach für meine Kunden das mache und dann denke ich Ja. manchmal so, jetzt musst du mehr für dich machen, damit die Leute sehen, dass du es wirklich kannst. Also das ist bei mir auch so ein Thema, Also definitiv. das selber machen ist auch deswegen, aus also meiner eigenen Erfahrung, ist auch deswegen wichtig, weil man ständig was lernt und man kann auch Sachen ausprobieren, die man dem Kunden nie empfehlen würde. Ja, oder am Anfang, also man würde sie dem Kunden aus dem Stand nicht empfehlen, dann probiert man sie aus und stellt fest, oh, das funktioniert, ja, dann kann ich das auch meinem Kunden nahelegen. Also allein deswegen ist das Vespern seines eigenen Hundefutters manchmal gar nicht so übel. Ja, man sollte halt auch als Social Media Berater oder so, sollte man halt auch nicht selber im Hintergrund dann die ganze Zeit sein. Das musste ich Ja, auch eben, oder wenn du sagst, ja, ich verkaufe Personal Branding, da habe ich dann auch mal bei einem aufs Profil gegangen und habe gesagt, also ich habe dir jetzt mal ein paar Tipps für dein Personal Branding.
Und solange du das selber nicht auf der Reihe hast, solltest du es vielleicht auch nicht verkaufen. Ja. Das ist ein schönes Fazit. Elvira, vielen, vielen Dank. Also ihr seid jetzt sicher alle total scharf drauf, gute Texte mit guten Texten, Leute an euch ranzulotsen, die dann zuerst Leads und dann ganz glückliche Kunden werden. Elvira, ich danke dir von Herzen für deinen Input. Liebe Leute, lebt lange in den Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Ja.